So, da sind wir auch schon wieder live, wollte ich schon sagen. Nein, wir sind nicht im Stream. Zurück und die Maus hängt natürlich sehr schön. Ja, ein bisschen bauen, ne? Du warst unterwegs, Farm. Ich komme jetzt gleich durch die Tür reingesprungen rein. Und, ja. Und jetzt, zack. Oh, was ist denn hier passiert? Das Neue sieht aber schön aus. Tür, glaube ich, ne? Neue Tür. Nächste Etage und Fenster. Ich muss mal gucken. Was mache ich denn da? Ach so. Links und rechts müsste ich raus. Möchte ich rausgucken? Links und rechts, ja. Da sieht man sowieso nichts. Ein Sniper ist, da bin ich tot. Dann bist du richtig tot, ne? Aber so wirklich tot. So, ja. Wie gesagt, ich habe einen Haufen Steine auch einpacken. Ja. Mache ich möchte da ein Fenster haben und hier möchte ich kein Fenster haben. Mache ich da ein, mache ich zwei Fenster oder ein Fenster? Machen wir nur ein Fenster, oder? Wo ist denn das Teil überhaupt da? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Noch höher? Nein. Das kostet ja auch alles Ressource. Ja. Kann man halt da ein bisschen so, wenn man irgendwann mal nochmal dazu kommen soll, mit dem Sniper. Da kommt man von hier aus ins Lager. Bist du hier noch in der Ecke? Wollt ihr mich noch ein Fenster nehmen? Das reicht, ne? Links und rechts, glaube ich, zwei Fenster. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Heli werde ich sowieso nicht machen. Dann müsste ich nächstes Mal noch einen Turm machen. Ja, ein Handy, also. Ich weiß nicht, ob sich das hier lohnt. Da müssen wir einen Turm bauen. Ich glaube, das reicht so. Also klar, ein Handy könnte man machen natürlich, ne? Aber. Reichen die zwei Fenster? Na klar. Ja, komm, egal. Auch wenn es nur Deko ist. Besser zwei Fenster als kein Fenster. Gut wäre natürlich jetzt noch die Glasscheibe, aber die habe ich noch nicht. Brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, Werkbank 3 für. Und das wären 1025 Scrap. Und das ist dann, wo ich mir persönlich sagen würde, etwas zu teuer. Holz muss dann erstmal rein, geht ja nicht anders. Ich crafte mal zwei. Kommen sowieso noch ein paar Türen rein hier. Ja, genau. Schön, dass du auch da bist, muss ich sagen, ne? Schön. Ich bin Und da. Hallo. da ich ja auch dabei bin, diesmal wieder, ne? Weißt du was? Ich gehe mal kurz runter und guck mal nach. Warte mal. Wir können es ja uns auch etwas schön einrichten, wenn du möchtest. Naja, kann man einrichten. Na, ich habe ja so viele Sachen, die möglich sind, ne? Dass wir uns hier oben mal einen schönen Oh, da scheint Tisch Stein. hinstellen, vielleicht. Was hältst du denn davon? Und vielleicht eine Liege zum Schlafen. Schlafen, aber sehr gefährlich oben, ne, wenn man hier schläft. Obwohl der Halut, der kommt sowieso hier unten hin. Hier, Naja, ist eine ja Etage auch tiefer. nur so als Just for fun. Just for fun, genau. Wir können Jetzt ja. eine schöne Bolt, ey. Ja, da müssen wir auf der Jagd gehen. Also, wir könnten sie kriegen. Aber auch. Fensterklappen, das zu fahren, Fensterklappen rein. Ja, auch das ist ja hilfreich, ne? Also, gerade wenn man hier PvP spielt, ist das sehr, sehr wichtig, habe ich festgestellt. Kannst du aufmachen, die Klappen? Kann man die craften oder muss man die finden? Weiß ich gar nicht. Was, die Fensterklappen? Die kannst du freischalten, glaube ich, oder? Muss ich. Ach ja, brauchen wir eine Blaupause. Aber das sollte nicht das Problem sein. Also, wie gesagt, die erste Bank sollten wir uns locker leisten können. Na, die Werkbank steht ja schon. War das mit der ersten Werkbank? Dann gucke ich mal. Dann werde ich die nämlich co-craften. Also, wenn du die hast, dann darf ich hier oben einfach mal eine Bank platzieren, also eine Couch platzieren und Ja, setzen. kannst du. Also Machen. hier so, ja. Einfach machen, mach mal ruhig. Soll ich die Treppen upgraden? Ach, wenn sie uns raiden, dann ist das halt so. Da.
ich aus Holz gemacht? Wollte ich gar nicht. Ja. Ich muss irgendwann noch mal. Ja. Ja. Ich habe gerade ein Problem. Ja, habe ich öfter mal. Ich versuche gerade hier irgendwie von der Couch zu kommen, aber irgendwie geht keine Tasse. Oh. Und ich wollte, was wollte ich? Ich habe schon wieder vergessen, was ich wollte. Ich auch nicht. Ach so, ja, da war, ja, okay. Hattest du auch die Twitch-Trophäe gehabt als Skin? Ja. Sehr schön. So, wo sind denn hier die Fensterklappen? Gibt's gar nicht mit Werkbank 1. Doch, da. Oh Gott, wofür muss ich denn da hin? Oh Gott, die sind ja ganz unten da. Deshalb, also entweder finden wir sie beim Looten. Insgesamt 410 Schrott. Nein, das wird noch nichts. Könntest du mir einen Gefallen tun? Was hast du denn wieder gemacht? Oh, da muss ich hier rüber. Alles klar. Geht's wieder? Ja? Ja. Okay, alles klar. Ja, der Couch war ein wenig zu dicht dran gewesen. So, aber ja, genau. Ich wollte kurz runtergehen, weil wir können ja auch was anderes noch herstellen. Aus Spaß. Ein bisschen Spaß. Der Chinook-Hubschrauber ist unterwegs. Ich höre ihn noch gar nicht. Hast du schon ein Zahnrad gefahren? Nee, ne? Nee. Jetzt höre ich ihn. Ja, dann machen wir den Heli jetzt, ne? Mit dem Bogen, ne? Na klar doch. Nichts Schlechteres als das, würde ich sagen, ne? Und ich würde sagen, auf jeden Fall zum jeden Aufstieg immer eine Treppe rein, immer eine Tür einbauen, ne? Jede Tür, die kostet Ressourcen. Na, wir können auch hier unten noch ein paar Schlafsäcke verstecken, zum Beispiel. Was meinst du gerade für eine Tür? Was reinbauen? Treppe? Was? Ja, bei welcher Treppe du hochgehst, immer wieder links muss einbauen. Eine Tür einbauen. Na, jeder Zug drin, wo also jede Tür an sich, die einen Raum führt, verbrauchte Ressourcen. Ja. Das würde ich jetzt damit sagen. Das ist ja auch. Das ist ja Ressourcen. Ja. Ja, ist klar, Ressourcen braucht man, ne? Ohne Ende. Aber du siehst ja draußen drumherum, da liegt ja so viel. So, ich kriege jetzt aber hier keine Wand mehr rein, weil die Couch da steht. Ja, hier ist sowieso ein Rahmen, ne? Da hat jemand ein Tor gebaut für eine Tür. Warum ist da ein Rahmen? Sollte doch gar nicht. Na, siehst du aber. Aber ich kann die Couch aufnehmen. Da passt höchstens eine Tür rein. Ja, kommt hier die Wand hin. Das kann ich ja nicht mehr abreißen jetzt. Genau. Habe ich gar nicht gesehen. Blind ist er auch noch. Das wollte ich schon wieder einen Rahmen bauen. Da ist doch schon ein Rahmen drin. Ja. Okay, machen wir das eben so. Genau so sieht's aus. Konstruktion. Ja. Okay, Tür. Die Garagentor fehlt. Dafür habe ich so schöne Skins. Ich habe nur 3 für die Doppeltür Türskin. Hast du noch ein paar andere? Da kannst du ja sprühen, ne? Da kann ich ja erstmal eine bauen und kannst du eh nochmal dann sprühen. Ja, also ich könnte uns ein paar Turboboxen hinbauen hier. Ein paar so. Ach, da muss ja drin bleiben. Ne? Was sagen denn die Öfen überhaupt? Aua. Die brennen. Der brennt nicht mehr. Uiuiui, ich muss auch mal ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wenn die Kohle zum Beispiel voll ist oder alles unten voll ist, aber der Ofen denn ausgeht oder ob das ja, dann raus droppt. Der Ofen geht aus. Da droppt zwar einmal raus, aber dann ist er aus. Ja. Ich habe vorhin gehabt, da war der Ofen voll gewesen mit Kohle, ist dann die Kohle rausgedroppt und dann war weg. War aus.
ich mich gewundert habe, warum er auf und aus ist, habe ich schon gucken gegangen. Ich gucke rein, okay, alles klar, rausgenommen, Tausender und gleich weitergebracht. Jo. Genau. Und weißt du, bist immer wunderschön Ding zum Muster machen. Immer Schloss ran. Naja, ist unterwegs. Ich mache jetzt noch ein paar Türen. Mhm. Und den restlichen Stein noch verarbeiten. Und dann war es auch schon bald wieder für heute. Ja. Haben wir genügend Ressourcen verballert. Ach, draußen, also alles voll, ey. Oh ja. Und relativ safe, muss man so sagen, ne? Also hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass es sowas von Was habe ich denn da gemacht? Geklopft. Ja. Es geht eigentlich, die Ecke ist eigentlich ruhig, ja, bis auf die alten. Ach so, wie eine Nachbarin oder Nachbar, wollen eigentlich noch mal gucken, ob derjenige überhaupt noch, weiß ich gar nicht, online ist, ja, noch. Ich denke mal schon. Gebaut hat. Nochmal töten. Sie wird sich eines Tages dafür revanchieren, ja. RCS. Sie wird sagen, hey Junge. Mit der Mundharmonika. So. So, hier haben wir dann auch noch einen Raum. Keine Ahnung, was denn da hinkommt. Hier kann man so viel machen, ne? Aber wenn wir jetzt noch Strom hätten, das wäre richtig cool, ey. Oder da haben wir kein Stromanliegen in diese Provinz hier. Nee, hier ist es nicht einfach. Hier musst du alles in erfahren und finden und ja, also könnte man mit Solar. Hier kriegst du ja keinen Generator umsonst. Nein, da wollte ich gerade sagen, der Generator war günstig gewesen, den wir bekommen haben. Ja. So, da haben wir ditte. Hast du noch Holz für dich? Ja, so knappe 600. Oh, das ist ja viel. Aber wenn Sie möchten, will ich noch in eine Farm gehen für Sie. Nö, gehen wir gleich nochmal raus. Echt, wir gehen nochmal raus? Cool. Ja, nochmal, oder was? Oder nicht? Ja, von mir aus können wir. Hier oben fällt dir nicht noch eine Tür. Ich hätte nicht gesagt, dass ich nicht darf. Darfst du, dürfen sie nicht? Unten war noch, du bist hier noch ein Rahmen, ne? Nö. Cool, da hab schon eine Metallaxt. Wollte ich denn die Tür jetzt noch anbringen? Hier einfach, kommt hier noch ein Rahmen. Oh, Maus, hallo. Na, Spiel weg. Oder fehlt das Holz? Ich habe kein Holz. Ja, das Holz habe ich hier unten reingeworfen. Wo? Hallo, hier, Askamon, hier. Kann ich wieder noch eine Tür platzieren? Muss hier nochmal wieder ein Code. Ach, ich habe noch ganze Steine in der Tasche. Wie sollen wir denn draußen noch anbauen? Mit drei Ecken oder? Hast du eine Idee? Wir wollten noch, aber das müssen wir mindestens 4 Etagen hochbauen. Also das ist wieso jetzt mindestens so mal gefühlt 3 Stunden Spielzeit. Wie gesagt, wenn du dann in der Zeit und Lust, kannst gerne dann machen, ne? Also einfach drauf losbauen, ist egal, ich stört mich nicht. Naja, das Problem ist, wir müssen auf jeden Fall noch mal eine Wand dazwischen machen, weil du siehst ja dein Bauschrank ist nicht gut gesichert. Das heißt, mit 8 Sprengladungen bist du schon durch. Ja, außenrum bauen, aber ich sag ja, da ist ja Stein da, ja. Und genau. Ich werde dann mal auch noch weiter farmen. Das würde ich auf jeden Fall so noch machen. Wir gehen einfach mal links da. War doch hier, glaube ich, links. Ja, genau, da waren Ressourcen, sagst du. Na, wegen Ressourcen und ob da was rumläuft. Na klar doch. Tiere brauchen wir immer. Aber erstmal machst du das mit deinem Schlafsack hier, bitte. Mach das mal kurz. Nimm den mal und pack ihn in die Basis. Das ist ja kaputt. Hast du einen Hammer bei? Ja. Ich warte kurz im Busch. Den werde ich mal in der zweiten Etage platzieren, wenn es okay ist. Ja, mach wie du denkst.
Alter, wie viel Dinger haben wir denn hier, Alter? Wie viele Türen, Alter? Kann ja nie genug Türen haben, ne? Ich hätte eigentlich auch mal Lust, so einen Bunker zu bauen, ne? Ja, es ist auf jeden Fall ressourcenaufwendig, das kann ich dir gleich Ja. sagen. So einen Also. schön gesicherten Bunker. Also ich habe eine Basis gesehen, hab die waagesicher gewesen, ne? Also, aber wie gesagt, ja, ich habe es geschafft, die platt zu machen. Aber auch nur, weil ich Zeit hatte. Und die, also die Spiele an sich waren nicht da gewesen, offline gewesen. Somit konnte ich mir ganz entspannt an diese Basis heranwagen und sie Stück für Stück auseinanderpflücken. Was natürlich dann bei Online-Raid nicht möglich ist, Ja, natürlich, ne? guck mal, da drüben ist die Basis, ne? Zwei, siehst du? Auch die mit der Ja, blauen Tür dahin, die kleine, die rechts unten. Die große machen wir ein bisschen Angst, ey. Wenn da welche hier drin sitzen, die sehen uns ja. kann passieren. Was weggesnipert. Ein Bär sehe ich auch. So ist das Leben. Was sag ich mal so, Zellavi. Salavi, Zellavi ist so wie, so ist das Leben. wenn du Langeweile hast, kannst du auch gerne Schrott sammeln, denn. Na klar doch, machen wir alles. Und. Die Checkliste schreibe ich gerade auf, was du brauchst, und dann mache ich das alles zeitnah. Wenn nicht auf diesem Server, auf einem anderen Server, nein. Ja, wie gesagt, zusammenspielen wird ja dann ein bisschen in der Woche, ne, weil du hast das spät. Dann Genau, das ist gucke die ich. Arbeitszeit bei mir wieder. Ah, das tägliche Die Leben. Arbeitszeit. Ja, so ist das mit Real Life, ne? Leider verdiene ich mit meiner YouTube-Karriere noch nicht so viel Geld, dass ich jetzt mir davon leisten kann, zu Hause zu sitzen und dann noch mit Nerven noch mehr Geld zu machen. Aha, ist noch nicht so weit, ja. Nein, das ist nicht so weit. Nein. Ich bevorzuge jetzt auch mein Arbeitsverhältnis, was ich gerade habe, fortzuführen und zu hoffen, dass es mal noch besser wird. Das ist mir in Zukunft sicher. Tja. Ja. Und es ist auch was Wichtiges natürlich, ne, fürs Leben. Jo. So, ich bin hier wieder in der Basis. Okay. Hier war ja mal Kontakt. Also jedenfalls in der Nähe von der Basis. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Hier wurde aber weitergebaut. Na, so gut. Und das ist eine andere. Welcher Punkt ist denn das? N12, okay. Ach, du bist da oben. Ich finde es blöd, dass bei Rust keine Einzelsound-Einstellung gibt. Gibt es immer nur so Gesamtsound. Entweder ist es zu laut oder ist es zu leise. Das ist Rust eigentlich ein bisschen zu leise, dass ich die Schritte höre. Aber wenn ich abfahren, wenn ich farmen sollte, dann ist das Steinhacken wieder viel zu laut, ey. Ja. Oh, hier ist noch eine Base, okay. Ja, gerade bei PvP ist er dann mit dem Sword so wichtig, ne? Ja, das stimmt. Hier ist noch eine Base, wurde geradet oder was? Oder sieht nur so merkwürdig aus?
Ist Holz, ne? Man sieht das immer nicht wegen den Skin. Ja, ist Holz. Bin ich denn hier? L12. Bisschen mal die Karte gucken. Ich kann mir das eh nicht merken. Vergiss das so wieder. Ja, ich weiß, ob die morgen noch da ist, die Basis. Wundert mich, dass die Holztür da. Die Basen. Oder die Basen mit Holztür. Oh, hier gucken die Füße raus. Na, wenn die Füße rausgehen, kannst du mich auch töten. Nicht looten, aber töten. Gucken. Hatte ich letztens bei der Basis auch gehabt, hat die Kiste rausguckt durch ein Tor. Ja, töten geht, glaube ich. Nee. So wenig Fuß raus, oder was? Fuß guckt raus. Nee, passiert nichts. Die Stinkefüße hier. Oh, lol. Egal. Oh, da steht ein Hochofen mitten auf dem Feld. Jetzt habe ich keinen Hammer. Kann man den nicht mitnehmen, einen Hammer? Doch, ne? Schwer zu sagen. Großen Hochofen, kann man den abbauen mit dem Hammer? Ich glaube, den kannst du so nicht mitnehmen. Nicht mit dem Hammer? Ich glaube, manche Sachen sind für immer platziert. Ich weiß es nicht mehr. Für mich ist manche Sachen nur mit Plugin-mäßig möglich gewesen, um das zu entfernen und mitzunehmen. Und oh, brauche ich ja nicht nur Holz und Hammer? Mal testen. An der Basis. Ah, hast du mich wieder alleine gelassen, ja. Ja, die ganze Zeit, weißt du. Ich bin hier unterwegs, weißt du, schwer PvP machen und... Wo bist du denn überhaupt? Alter, du bist am Arsch der Welt. Erkundung. Ach so. Hätte ich das gewusst, dass du was Wichtiges vorhast, dann wäre ich noch mitgekommen. Nee, das geht nicht, ist zu groß, ja. Komm mal wieder zurück. Könntest du die Kuppel hochspringen, aber ist glaube ich sowieso Radio an. Aber ich bin mir nicht ja, sicher. Ja, ich gehe mal davon aus, 100%. Radio? Oder was stand in der Info? Glaube ich ja. Ja. All here is Radio Gaga. Oh, hier ist ruhig noch. Ja. Ach, warte mal, da kann ich auch die grüne Karte holen. PC da hinten. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Gott.
große wiederaufladbare Batterie. Ja, ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Kannst du was mit anfangen? Ja. Alles, was Strom ist, immer mitnehmen. Ich habe zwei Markierungen. Ach so, die eine ist von dir. Oh, wir haben schon wieder überzogen. Oh, eine längere Folge. Ja, bleibt manchmal leider nicht aus. Glaube ich, hier ist es eher viel. Ja, ist es eher viel. Oh, warte, warte, warte. Boah, ist ein riesen Base dahin. Da gehe ich, glaube ich. Nee, nee. Kein Wunder, dass es. Oh Gott, ist das ein Riesending. Ah, die Mühlen, die drehen nicht. Ja, ist ja gut, ne? Weil die haben so eine hier solche Wind. Windradmühlen-Dinger, Genau. die Windräder sich nennen da. haben wir. Windräder und beziehungsweise Windmühle ist das ja, wo sie mit Strom Windräder. generieren können. Eine ist aber echt Mangelware hier, war. Was? Schon alles weggefahren, wa? Also fast. Ja, Ja, Flugplatz kann ausbauen. man dann auch mal machen, Flugplatz, aber ich glaube, bei meiner Rüstung jetzt, nee. Ich glaube, kriegt zu viel Schaden, oder? Wie viel Schutz habe ich denn? 14, nee, 19, das geht eigentlich. Besser als 25, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, kann man das ja nicht merken. Wenn wir nächstes Mal mal austesten. Bestimmte Sachen sind auf jeden Fall okay, das sind möglich auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Stein sammeln gehen. Stein, Stein, Stein. Bin eh zu voll jetzt, um übers R4 drüber zu laufen. Ja. Das kann man dann auch mal vielleicht zu zweit oder. Also zweit wäre wahrscheinlich sinnvoller wahrscheinlich. Je nachdem, welche Ansicht, also welche Absicht Oder man hat da auch, wenn drin. ich ein leeres Inventar habe, laufe ich da auch so rüber, aber es macht jetzt keinen Sinn. Nee, nicht so wirklich, ne? Voll. So, wir brauchen ein, zwei Kotschlüssel, genau. Oh, Solarteil, das muss mit. Ja, Solar ist immer gut, ja. Schmeiß ich den weg? Ich gehe erstmal nach Hause. Also, komm, das reicht. Das kann ja noch stundenlang looten hier. Genau. Ein paar Tage hat man ja noch. Ja, hoffentlich, ne? Außer man wird geradet, das ist natürlich vorbei. Ja, gut, aber. Aber die meiste Zeit geht auch drauf, wenn wir looten. Naja, looten und farmen. Das war jetzt noch in diesem Spiel.
Jetzt habe ich direkt einen Bären vor der Nase. Wenn ich jetzt aber anschießen würde, würde er auf jeden Fall abhauen. Oder er bleibt einfach nur stehen und haut ab. Ja. So, dann würde ich jetzt kurz noch ein bisschen Steinfarm gehen. Halleluja, da wird schon wieder geradet. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Und es ist auch gleich wieder nachts, wie es aussieht. Ja. Wird das noch überleben, du? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen was rangebaut. Ja, ansonsten. Ja, was jetzt machen, ne? Das ist jetzt eben. Vorhin haben sie auch schon geradet, ne? Angefangen haben. Das bleibt eben nicht aus, aber die überlegen natürlich, wie weit sich das lohnt. Ob es eine kleine Basis ist oder große Basis sind. Okay, ja. Ach, du hast sie gebaut mit die Tür. Ich habe schon gedacht, ich bin an einer verkehrten Basis. Ja. Hast du drumherum gezogen, ja? Du. Hast einmal drumherum gezogen. Ich dachte, wir ziehen die Basis denn noch. Hä, bin ich richtig hier? Wenn ich genug an meinen 3 halte, dann würde ich jetzt vorne nochmal 3 Türen einbauen und dann hätten sie erstmal 3 Türen aufzumachen. Ja. Oh, cool aus. Fällt mir, warum die Türen. Help me! Ist mehr so kinomäßig, weißt du? Help me, help me. So, wohin mit dem ganzen Loot? Oh, geht das wieder los? Kino, ja, stimmt. Sah so aus, ja. So, ich werde noch einsortieren. Ich werde aber die Folge beenden. Wir sind schon mal über 30 Minuten. Das geht ja gar nicht. Das dauert ja wieder mit dem Rendern ja viel zu lange. Jo, Leute, danke wieder fürs Einschalten. Sei gespannt. In der nächsten Folge, eventuell bin ich dann erstmal alleine dann wieder unterwegs. Bis zum nächsten Wochenende kommt, dann der Dicke wieder Zeit hat, zusammenspielen. Weil, ja, mal gucken, in der Nacht wird es ein bisschen schwieriger. Und ja, du machst natürlich dann weiter, so wie du lustig bist und Zeit und Lust hast und kannst du auch gerne machen. Sag dich ja. Jo. Und die nächsten Tage erstmal alleine sterben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jo, das war's dann auch für diese Folge und jo, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann, bleib gesund. Tschüss. Tschüss.